Ja, hallo, schönen guten Abend bei der ersten Veranstaltung beim Sommertalk des grünen Netzwerks Grundeinkommen unter dem Motto Grundeinkommen wird Grundsatz. Wir wollen in den nächsten 2 Wochen jeden Abend außer am Wochenende eine Veranstaltung zum Thema Grundeinkommen machen. Außer am Wochenende, das sind also 10 Veranstaltungen innerhalb von 2 Wochen, alles entweder per Livestream oder man kann sich zu den Veranstaltungen anmelden auf unserer Homepage grünes-grundeinkommen.de, entweder von der Startseite aus oder unter der Unterseite /Sommertalk kann man sich einwählen. Da findet man auch alle Veranstaltungshinweise zu den nächsten Veranstaltungen. Hintergrund der Diskussionsreihe ist, dass es ein neues Grundsatzprogramm der Grünen geben soll. Dazu gibt es jetzt einen ersten Entwurf und wir als Grünes Netzwerk Grundeinkommen haben uns vorgenommen, dass wir uns in dem Grundsatzprogramm positiv zum Grundeinkommen äußern. Das steht da so noch nicht drin. Deswegen machen wir aufmerksam durch diese Veranstaltungsreihe. Es gibt aber jetzt auch gerade, das richtet sich vor allen Dingen an die Grünen, die hier zuschauen, eine Rückmeldemöglichkeit an den Bundesvorstand, Vorschläge zu machen zum Grundsatzprogramm über Beteiligungsgrün. Da haben wir verschiedene Vorschläge formuliert, die man unterstützen kann. Auch darüber gibt es Informationen auf unserer Homepage, welche das sind und welche man unterstützen kann. Man kann sich auch in unsere E-Mail-Verteilerliste eintragen, auch auf unserer Homepage mit dem Unterseite /Infoliste kann man sich da eintragen, wenn man weitere Informationen haben will. Diese Phase dauert jetzt genau die 2 Wochen, wie unsere Veranstaltungen laufen. Das ist also zwei Dinge, die parallel laufen: die Rückmeldung zum Grundsatzprogramm als auch diese Veranstaltungsreihe. Es ist jetzt auch gerade schon im Chat, hat jemand auch eine URL gepostet, wo man dann auch auf unsere Homepage kommt. Mein Name ist Wolfgang Strengmann-Kuhn. Ich bin Bundestagsabgeordneter, arbeitsmarktpolitischer Sprecher in der Grünen Bundestagsfraktion. Außerdem bin ich im Finanzausschuss. Ich bin Volkswirt und habe mich schon sehr lange mit dem Grundeinkommen beschäftigt und bin einer von 4 Mitgliedern des Koordinationsteams des Grünen Netzwerks Grundeinkommen. Es geht also ums Grundeinkommen. Was ist das eigentlich? Das ist nicht eine neue Grundsicherung, sondern es ist eigentlich ein neuer Weg, um den vorhandenen Reichtum zu verteilen. Ein neuer Umverteilungsmechanismus, nämlich so, dass jedes Mitglied der Gesellschaft eine pauschale Zahlung regelmäßig, in der Regel monatlich, als Überlegung erhält. Ganz ähnlich wie beim Kindergeld. Da ist das ja auch so, es kriegt jedes Kind, nur dass es halt dann auch für Erwachsene gelten soll und zwar für jede und jeden, also individuell. Die sogenannten Bedarfsgemeinschaften, die es jetzt bei Hartz IV gibt, gibt es dann nicht mehr, sondern jede einzelne Person kriegt diese Leistung ausgezahlt und man kriegt sie auch ohne, dass eine Gegenleistung verlangt wird. Also man muss nicht im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aktiv nach Arbeit suchen. Man kriegt es auch, wenn man erwerbstätig ist. Und das ist ein zentraler Unterschied zu der jetzigen Grundsicherung. Die gibt es zwar auch, wenn man erwerbstätig ist, aber dann wird das Einkommen geprüft, größtenteils angerechnet. Das ist beim Grundeinkommen nicht so. Das Einkommen muss natürlich versteuert werden, aber man hat zusätzlich das Grundeinkommen zum Erwerbseinkommen. Aber das ist ein Punkt, der besonders diskutiert wird beim Grundeinkommen, neben vielen anderen, die wir in den nächsten Wochen diskutieren werden. Aber die Frage, was macht das Grundeinkommen eigentlich mit Erwerbsarbeit, wenn jeder Mensch einfach so viel jeden Monat überwiesen bekommt, dass das Existenzminimum damit schon abgesichert ist, man also gar nicht mehr, zumindest für das Existenzminimum, arbeiten muss, Einkommen erzielen muss. Was bedeutet das für die Erwerbstätigkeit? Für die einen bedeutet das den Zusammenbruch der Erwerbsarbeitsgesellschaft. Manche reden auch von Stilllegungsprämie. Für andere bedeutet das aber eine Stärkung der Erwerbstätigkeit. Und zu diesem Thema haben wir eine tolle Referentin, nämlich meine Kollegin aus dem Bundestag, Beate Müller-Gemmelke, die gleich in dreifacher Hinsicht für das Thema
prima ist. Das erste ist, sie ist bei uns in der Bundestagsfraktion Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte. Das heißt, sie hat bei uns mit allem zu tun, was sich um die Erwerbsarbeit dreht. Also ganz eng an dem Thema. Zweitens ist sie aber auch Sprecherin für aktive Arbeitsmarktpolitik im Sozialgesetzbuch 2, also das, was man landläufig Hartz IV nennt. Also die Frage, wie kriegen wir eigentlich Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt. Auch dafür ist sie Spezialistin und bei uns zuständig. Und das Dritte ist, sie ist auch noch sozusagen ehrenamtlich Sprecherin, eine von der Sprecherinnen von Gewerkschaftsgrünen. Und die Frage, die wir heute behandeln, wird ja insbesondere bei den Gewerkschaften auch interessiert betrachtet. Da gibt es übrigens unterschiedliche Meinungen zum Grundeinkommen, aber so die herrschende Meinung auch von den Führungsebenen ist eher da skeptisch, was das Grundeinkommen angeht. Aber es gibt auch andere bei den Gewerkschaften. Bevor ich Beate gleich das Wort gebe, möchte ich aber noch mal kurz auf die Technik verweisen. Sie können sich an der Diskussion beteiligen auf zwei Wegen. Das eine wird jetzt auch schon tatkräftig von einigen Leuten gemacht. Im Chat kann man die Diskussion kommentieren, auch Hinweise geben und Ähnliches. Und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das bitte nicht im Chat, sondern das über ein Tool, was sich F&A, Fragen und Antworten, nennt. Wenn das im Chat gestellt wird, dann geht das nur unter bei den ganzen Kommentaren, die es da gibt. Bei Fragen und Antworten kommt es dann auch bei uns an und dann können wir die Fragen dann auch beantworten. Und jetzt würde ich Beate das Wort geben für einen kurzen Input. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Hallo zusammen. Ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so ein iPad anspricht und die vielen, vielen interessierten Menschen drumherum jetzt nicht sieht. Aber ich hoffe, dass wir gut ins Gespräch reinkommen. Ja, Wolfgang hat ja schon einiges so über die Grundzüge vom Grundeinkommen gesagt. Vielleicht nur so viel ganz allgemein von mir am Anfang. Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, wo uns, die ein Grundeinkommen befürworten, für uns alle gleich sind. Also ich glaube, dass wir alle von einem sehr positiven Menschenbild ausgeht. Wir stellen immer die Würde der Menschen in den Mittelpunkt. Und wir sehen immer das Grundeinkommen als ein emanzipatorischer Ansatz. Und trotzdem ist es so, und das ist das Spannende auch beim Grundeinkommen, dass eigentlich fast alle irgendwie die eigenen Wege haben, wie sie zum Grundeinkommen hinkommen. Und Wolfgang hatte schon gesagt, bei mir ist es eben die Arbeitsmarktpolitik, wo ich eben auch früher beruflich unterwegs war vor dem Bundestag. Und ich bin eben überzeugt, dass das Grundeinkommen die Menschen, die Beschäftigten und damit die Gewerkschaften stärkt. Und ich weiß, dass der andere Part eben meint, dass Erwerbsarbeit entwertet wird oder Stilllegungsprämie, wie schon im Vorfeld ein jemand für die IG Metall geschrieben hat. So, und um da richtig drüber zu diskutieren, würde ich jetzt vier, wie ich finde, gute Gründe kurz anreißen, warum ich glaube, dass ein Grundeinkommen eine gute Sache wäre. Erstens, natürlich geht es in erster Linie erstmal um soziale Absicherung. Und da glaube ich, dass das Grundeinkommen eben besser vor Armut schützt, und zwar menschenwürdig auf Augenhöhe. Da geht es natürlich in erster Linie darum, wenn Menschen arbeitslos werden, wenn sie nur kurzfristig arbeitslos werden, dann gilt natürlich weiterhin das Arbeitslosengeld 1, also die Arbeitslosenversicherung. Entscheidend aber ist es, wenn es dann um Langzeitarbeitslosigkeit geht, um verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, wenn die Leute im Prinzip gerade keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, dann sind sie heute eben in Hartz IV. Das heißt, Hartz IV setzt bei ihnen auf Aktivierung, auf Zwang. Sie müssen etwas tun, egal ob ihre Qualifikation noch passt oder nicht. Sie werden also mehr oder weniger gezwungen. Und da sage ich, die Gründe, warum Menschen Langzeitarbeitslosen sind, sind sehr unterschiedlich. Mal ist es das Alter, mal die Herkunft. Manche Leute fliegen einfach mal so aus der Kurve des Lebens. Es geht um geringe, veraltete Qualifikationen, gesundheitliche Probleme. Also es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche individuelle Probleme. Hartz IV aber setzt daran an, dass die Menschen also individuell dafür verantwortlich sind, dass sie keine Antwort finden. Ich sage aber, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass die
Menschen einfach, dass es zum einen zu wenig einfache Arbeitsplätze gibt und dass es eben unsere Arbeitswelt nicht für alle passt. Von daher sollte man eben nicht auf diese Aktivierung setzen, sondern auf ein Grundeinkommen. Man sollte die Menschen bedingungslos absichern, ihnen Unterstützung geben und dann eben Anreize bieten, und zwar entsprechend ihren Stärken und Fähigkeiten, schon mit dem Ziel gesellschaftliche Teilhabe und vor allem auch Integration in den Arbeitsmarkt, aber eben bedingungslos und ohne Zwang und Gängelung. Was noch viel interessanter ist, ist, wenn es um soziale Absicherung geht, um all diejenigen, die erwerbstätig sind, aber deren Arbeit eben nicht zum Leben reicht. Und da gibt es viele und auch da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen sind es Menschen, die eben in Berufen arbeiten mit niedrigen Löhnen. Da reicht es manchmal sogar nicht mal mit Mindestlohn Vollzeit, wenn jemand alleine lebt. Wenn dann noch Familie, Kinder mit dabei sind, dann reicht eben niedrige Einkommen überhaupt nicht. Das heißt, sie müssen dann aufstocken. Manchmal haben die Menschen einfach zu wenig Stunden. Da geht es um unfreiwillige Teilzeit, um Minijobs. Aber manchmal können die Menschen auch nicht, zum Beispiel Alleinerziehende, gar nicht Vollzeit arbeiten, wenn sie auch allein eben noch ihre Kinder versorgen müssen. Heute bedeutet das Aufstocken des Hartz IV. Das sagen wir, die passen überhaupt nicht in das Hartz-System rein. Sie sollen einfach unbürokratisch auf Augenhöhe abgesichert werden. Das wäre eben mit einem Grundeinkommen der richtige Weg. Ein zweiter guter Grund ist, dass ein Grundeinkommen die Beschäftigten stärken würde. Wir waren gerade eben schon mal ein Stück weit bei prekärer Beschäftigung, also bei niedrigen Löhnen, bei Befristung, Leiharbeit, Minijobs, eben unfreiwillige Teilzeit, Scheinselbstständigkeit, was es alles gibt. Und da sagen Kritiker häufig, dass so ein Grundeinkommen das noch eher verstärken wird, weil die Menschen eben durch ein Grundeinkommen abgesichert wären und damit die Arbeitgebenden keine Verantwortung mehr übernehmen müssen. Ich sage genau, das Gegenteil ist der Fall. Wer sozial wirklich abgesichert ist, wenn er sich darum keine Gedanken machen muss, wenn das unbürokratisch ist, wenn das auf Augenhöhe ist, wenn das wertschätzend ist, wie mit einem Grundeinkommen, dann sind die Menschen eben nicht mehr erpressbar. Sie haben Sicherheit. Sie können auch mal Nein sagen. Sie können ganz anders fordern und sie können wirklich auch mal sagen, nein, ein Job mit diesem Lohn, unter diesen Arbeitsbedingungen mache ich nicht. Es muss sich erst was verändern zum Besseren. Dann würde ich diesen Job auch annehmen. Das heißt, so ein Grundeinkommen wird in meinen Augen die Menschen stärken und ihre Verhandlungsposition stärken. Und wenn Menschen auch gestärkt werden im Sinne von unabhängigen, mündigen Bürgerinnen und Bürger, dann sind sie auch aus meiner Sicht besser von den Gewerkschaften zu erreichen. Und das würde auch die Gewerkschaften stärken. Ein dritter Punkt ist aus meiner Sicht, dass das Grundeinkommen in der Arbeitswelt zu mehr Zeitsouveränität führen würde. Die Gesellschaft verändert sich. Ich denke, man kriegt es mit, dass vor allem junge Menschen andere Vorstellungen haben von Arbeit. Es geht nicht mehr nur um Aufstieg, dass man besseren Lohn bekommt, sondern es geht an vielen Stellen auch um Zeitsouveränität. Das heißt, dass Menschen, Beschäftigte, eben Zeit für ihre Familie haben wollen, für die Kinder, für die alten Eltern, für Weiterbildung, Ehrenamt, politische Arbeit. Es gibt so viel oder auch eben Zeit einfach nur für sich selbst. Und dafür ist es notwendig, dass Arbeits- und privates Leben besser miteinander vereinbart werden muss. Wer einen guten Job hat, wer ein gutes Einkommen hat, kann das umsetzen. Beispielsweise partnerschaftlich, ja, beide 30 Stunden zu arbeiten und damit phasenweise eben die Arbeitszeit zu reduzieren. Das führt dazu, dass wir zusätzliche Spaltungen in der Arbeitswelt haben. Wir haben jetzt heute schon arm und reich. Wir haben Menschen mit und die anderen ohne Arbeit. Und damit würde dann entstehen, dass Menschen Zeit eben haben und die anderen keine Zeit haben. Und ein Grundeinkommen könnte das eben verändern. Die Beschäftigten wären gestärkt, um zum Beispiel mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, dass sie mehr über die Lage, Ort oder die Dauer der Arbeitszeit entscheiden können. Und vor allem öffnet das Grundeinkommen die Freiheit, phasenweise eben auch mal weniger zu arbeiten. Das heißt,
ohne bürokratischen Aufwand federt das Grundeinkommen Lebensphasen ab, in denen die Menschen eben mal mehr Zeit brauchen für ihre Kinder oder die Eltern pflegen wollen oder sich ehrenamtlich betätigen wollen. Das heißt, Zeitsouveränität bedeutet mit einem Grundeinkommen am Ende mehr Lebensqualität. Ich hätte noch einen vierten Punkt. Ich merke, es wird zu lang. Den werde ich nachher einfach mal einstreuen. Da geht es um Digitalisierung. Vielleicht kann man das einfach noch im Hinterkopf behalten. Was ich zum Abschluss schon noch sagen will, es gibt also, wie gesagt, viele gute Gründe für ein Grundeinkommen, aber eines ist mir extrem wichtig. Ein Grundeinkommen ist kein Allheilmittel. Das heißt, natürlich braucht es noch weiterhin Politik, und zwar Sozialpolitik. Natürlich braucht es neben der finanziellen Absicherung noch ganz viele andere Sachen. Beratung, Mehrbedarfe muss immer irgendwie extra geben. Auch Menschen mit Behinderung wird immer noch irgendwie zusätzliches Geld benötigt, damit sie eben gesellschaftlich teilhaben können. Es ist auch wichtig, dass eine aktive Arbeitsmarktpolitik immerhin immer weiter notwendig bleibt. Also eine Arbeitsförderung, die aber dann tatsächlich zu den Menschen passt, die individuell ist. Es darf keine schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt geben, sondern tatsächlich die Qualifizierung. Also eine Förderung, die tatsächlich den Menschen was bringt. Und natürlich ist auch eine ganz normale Arbeitsmarktpolitik, also im Sinne von sozialen Leitplanken, weiterhin notwendig. Natürlich müssen wir weiter kämpfen, damit der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Und natürlich braucht es die Reform bei der Leiharbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar ab dem ersten Tag. Die sachgrundlose Befristung muss natürlich abgeschafft werden. Und natürlich muss die Tarifbindung politisch gestärkt werden. Also es geht nicht um das eine, nur um gute Arbeit, oder um das andere, eben ein Grundeinkommen, sondern es darf nicht gegeneinander diskutiert werden, sondern es geht im Endeffekt um beides. So, mein Fazit heißt also, wir sollten ein Grundeinkommen diskutieren, und das heißt für mich mal einen Schritt einfach zurücktreten und Leben, Arbeit und Politik nochmal ein bisschen anders zu denken. Und ich bin überzeugt, es lohnt sich, die Debatte zum Grundeinkommen zu führen, und zwar unaufgeregt und auch ein Stück weit mutig. Und ich bin auch überzeugt, es wäre gut für die Gesellschaft, wenn Politik nicht immer nur korrigiert und anpasst, sondern auch Politik schlichtweg mal gestaltet. Und ein Grundeinkommen wäre eben ein Gestalten und nicht nur korrigieren. So, und jetzt bin ich auf die Debatte, auf die Rückmeldung gespannt. Ja, vielen Dank, Beate. Es gibt jetzt auch schon die ersten Fragen und die gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Deswegen würde ich einfach mal der Reihe nachgehen. Die erste Frage kommt von Silvia Mommsen aus Frankfurt. Sie fragt, wie steht ihr zu der Frage einer Trennung von Arbeit und Einkommen? Es würde die Eigendefinition verändern, nach dem Motto, ich bin, was ich verdiene, also muss ich möglichst viel verdienen, um mehr zu sein. Das lässt so, als wäre das eigentlich das eher heute, die heutige Situation. Also die Frage ist, wie stehen wir zu der Trennung von Arbeit und Einkommen? Ja, ein Stück weit wollen wir das ja mit dem Grundeinkommen, dass wir sagen, Arbeit, also das eine ist die soziale Absicherung, die wir sozusagen für alle tatsächlich garantieren wollen, und zwar unbürokratisch und einfach. Und auf der anderen Seite die Arbeit, die sozusagen ein Stück weit abgekoppelt ist von der Existenzsicherung, aber dann auch richtig bezahlt wird und wo die Menschen auch gute Arbeitsbedingungen haben, wie ich finde, weil sie die fordern können. Ja, natürlich wird Arbeit im Endeffekt, es wird nie so sein, dass Arbeit immer gleich bezahlt wird, aber sie muss entsprechend bezahlt werden. Und ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn eben die Existenzsicherung eben davon abgekoppelt werden würde. Jetzt weiß ich nicht, ob es befriedigend ist, die Antwort, aber kann sich ja nochmal melden, Silvia. Gut, die nächste Frage passt da eigentlich insofern ganz gut zu, auch wenn sie sozusagen aus der anderen Richtung kommt. Warum soll jemand, der durch seine Arbeit gut verdient, auch noch zusätzlich ein Grundeinkommen vom Steuerzahler bekommen? Ist das nicht eine Verschwendung von Steuergeldern, oder sinken dann die Tariflöhne entsprechend der Höhe des Grundeinkommens? Da steckt, glaube ich, ein Missverständnis hinter,
das man jetzt nochmal aufklären kann. Genau, also natürlich würde im Gegenteil, also nicht die Löhne, Tariflöhne würden sinken, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass sie steigen würden, weil die Menschen selbstbewusster in der Arbeitswelt und unabhängig in der Arbeitswelt auftreten können. Also es kommt natürlich darauf an, wie man so ein Grundeinkommen tatsächlich nachher umsetzt. Also bei mir ist es so, dass ich da von einer Division einer negativen Einkommensteuer habe. Das heißt, dass es sozusagen steuerlich verrechnet wird. Und je nachdem, wie man es dann politisch festsetzt, also wie hoch ist das Grundeinkommen, wie wird dann zusätzliche Arbeit und Gehalt sozusagen mitberechnet, wie viel bleibt sozusagen zusätzlich noch bei den Beschäftigten. Aber im Endeffekt ist es ein Grundeinkommen nachher nichts anderes wie ein Grundfreibetrag, ein steuerlicher Grundfreibetrag, der dann verrechnet wird. Das heißt, am Anfang kriegt man ausgezahlt. Wenn man so und so viel Steuerlast hat, kriegt man nur noch einen Teil ausgezahlt. Irgendwann ist es sozusagen gleichmäßig verteilt. Man kriegt nichts, man zahlt auch nichts. Und irgendwann, wenn die Löhne höher geht, dann zahlt man dann tatsächlich Steuern. Und wenn man das noch da und dort mit einer Steuerreform verbinden würde, die dann noch ein bisschen mehr Gerechtigkeit mit drin hätte, würde man, glaube ich, also ging es nicht darum, dass man Leute, die es nicht braucht, etwas gibt, sondern es geht darum, dass, glaube ich, wieder mehr Gerechtigkeit auch im Steuerbereich entstehen würde. Super, damit hast du im Prinzip schon zwei weitere Fragen beantwortet. Okay. Eine kommt von unserer ehemaligen Kollegin Valerie Wilms. Hallo Valerie. Hi Valerie. Die nämlich genau auf die negative Einkommensteuer angesprochen hat, auch das würde sich dann auch gut, passt dann gut auch zu der anderen Frage, die dann gekommen ist. Sie schreibt nämlich, ein Grundeinkommen, oh, jetzt springt das bei mir hier, ein Grundeinkommen wäre nicht vermittelbar, wenn es auch an Gutverdienende, und jetzt ist die Frage weg bei mir, vielleicht weil sie schon beantwortet ist. Gut, weil sie, wenn sie auch an Gutverdienende und Vermögende bezahlt wird, und sie plädiert deswegen für eine negative Einkommensteuer und warum, ob wir diesen Weg auch gehen würde. Und dann gibt es die übliche Frage nach der Finanzierung. Meine typische Frage, die mir auch immer gestellt wird, kommt von Christian Zander. Wie wird das Grundeinkommen letztendlich gegenfinanziert? Bei angenommenen 1.000 Euro im Monat für jeden und 83 Millionen Bundesbürgern wäre das im Jahr fast 1 Billion Euro. Aber im Prinzip ist das über den Weg der negativen Einkommensteuer auch schon gut beantwortet, weil finanzieren muss man immer nur das, wo die Leute es wirklich brauchen. Diese 1 Billion ist nicht wirklich das, was an Finanzierungsvolumen notwendig ist. Ein Grundeinkommen ist auch nicht ganz umsonst, aber es ist halt, kostet halt das, was diese Aufstockung in diesem negativen Einkommensteuerbereich braucht. Das ist übrigens ein Thema nächste Woche Montag mit Lisa Paus, unserer finanzpolitischen Sprecherin. Da gibt es eine ganze Sitzung zur negativen Einkommensteuer, sodass man das da nochmal vertiefen kann. So, dann gab es eine Frage, da ging es um Bildung. Genau, du hast davon gesprochen, dass Menschen aus der Kurve des Lebens fliegen. Die Frage ist von Giesinger, jetzt ohne Vor- oder Nachnamen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wer genau das ist. Also, dass Menschen aus der Kurve des Lebens fliegen und dann vielleicht unverschuldet veraltete oder nicht marktgerechte Qualifikationen haben. Könntest du dir vorstellen, dass manche von diesen Qualifikationen durch ein BGE auch wieder aufgewertet werden? Falls ja, hast du vielleicht ein gutes Beispiel zur Diskussion mit Leuten, die noch nicht von einer Abkehr vom Zwangssystem Hartz IV überzeugt sind? Also als erstes, das mit den Kurvenfliegen, vielleicht muss ich das auch noch mal kurz erklären. Also wir kennen das, glaube ich, alle, dass Menschen einfach zum Beispiel durch einen Schicksalsschlag, es stirbt jemand oder Scheidung, also wirklich, wirklich aus der Kurve fliegen und dann geht es los, dann verlieren sie vielleicht die Wohnung und werden obdachlos und. Und dann ist die Arbeit weg und dann braucht es ganz lange. Und dann sind tatsächlich die Qualifikationen, aber auch die Fähigkeiten, die verloren gegangen. Und von daher muss man qualifizieren. Und da meine ich in erster Linie erst auch mal Qualifikation im Sinne von
einfach den Menschen wieder Mut machen, Anerkennung geben, Selbstbewusstsein, ja, die Stärken und die Schwächen auf der anderen Seite deutlich zu machen, aber im Prinzip wirklich viel mehr Mut zu machen, das ist das Allerwichtigste für mich. Also Qualifizierung ist für mich nicht immer nur, dass man irgendwie eine Weiterbildung macht oder eine neue Ausbildung oder dass man studieren muss oder irgendwas so. Das vielleicht vorneweg. Was ich glaube ist, also ja, natürlich, Arbeit macht ja eigentlich nur dann Spaß, wenn man noch einigermaßen am Arbeitsmarkt bestehen kann. Das ist das eine. Von daher wird es sich, wenn es um echte Qualifizierung, Weiterbildung geht, natürlich schon drum gehen, dass man neue, was weiß ich jetzt, digitale beispielsweise Kompetenzen eben bekommt. Das ist das eine. Aber wo ich schon glaube, dass ein Grundeinkommen wirklich was bewirken kann, ist, dass Menschen, die einfach irgendwo schon immer einen Traum haben, etwas zu machen, ja, also jetzt nehmen wir mal, mir fällt jetzt eine echte Frau ein bei mir im Wahlkreis, die einfach unheimlich gerne genäht hat und unheimlich tolle Ideen hat für Kinderkleidung und alles Mögliche. Momentan näht sie ganz tolle Masken, Corona-Masken und so weiter. Und so jemand würde natürlich sein Traum viel einfacher beginnen können und auch tatsächlich langfristig leben können, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Weil da ist es dann egal, ob man voll und ganz und hundertprozentig von allem leben kann, sondern da ist man auf jeden Fall abgesichert und dann kann es auch mal eine Durchzeit geben. Es dauert ein bisschen länger, bis man ein bisschen mehr Geld verdient. Also ich glaube, dass das Grundeinkommen schon auch Mut machen kann, auch mal ein Risiko einzugehen oder einfach das zu machen, was man Lust hat, egal ob das jetzt momentan auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich der Renner ist oder nicht. Und das, finde ich, ist eigentlich eine unheimlich schöne Aussicht, wenn Menschen das machen können, was sie tatsächlich machen wollen. Dazu noch eine kleine Zusatzanmerkung. Gab ja jetzt ein Modellprojekt in Finnland über 2 Jahre. Und eins der Ergebnisse war genau das, was Beate gerade beschrieben hat. Die Menschen haben mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ihnen ging es besser. Sie haben mehr Mut gehabt. Sie haben nicht mehr Geld gekriegt, aber das halt ohne Bedingungen. Und dadurch ist tatsächlich die Erwerbstätigkeit gestiegen an diejenigen, die das Grundeinkommen gekriegt haben im Vergleich zu Arbeitslosen, die es nicht gekriegt haben. Es haben nur Arbeitslose gekriegt in Finnland, aber da ist genau dieser Effekt eingetreten. In geringem Maße, aber statistisch signifikant. Darf ich das schön ergänzen? Ich habe ja, nämlich einen dieser Finnen kennengelernt, die das Grundeinkommen bekommen haben. Ja. Es war ein junger Mensch, der, also, ja, doch jung, aber hatte, glaube ich, 4 oder 5 Kinder. War nicht ganz so einfach, die Situation. Und er hatte den großen Traum, Trommeln herzustellen. Und das hat er eben anfangen können. Und trotz, dass dieses Projekt, dieser Modellversuch jetzt ja auch Schluss ist, hat er aber die Zeit tatsächlich nutzen können, um das sich aufzubauen, Kontakte zu haben und tatsächlich seine Trommeln irgendwie bauen zu können. Und das fand ich wunderschön, wo er das erzählt hat. Passt gut auch zu der Frage, die wir eben hatten mit der Qualifikation, die man hat und genau, was man gerne machen möchte. Dazu auch die nächste Frage von Ralf Pies, der sagt, Gewerkschaften fordern oft ein Recht auf Arbeit. Ist ein Recht auf Einkommen nicht sinnvoller, unabhängig von Arbeit? Es gibt so viele sinnlose Arbeit, wie zum Beispiel Steuervermeidungsberater, Rüstungskohle, Atomindustrie, umweltschädliche Transporte. Kann das BGE helfen, hier die Wirtschaft auf Bedarf umzustellen? Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Politik kann ein Recht auf Arbeit überhaupt nicht garantieren. So. Aber ich glaube, was Politik machen kann, ist, dass sie dafür sorgen können, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Dass die Menschen, was weiß ich, die entsprechende Bildung haben, dass sie die Ausbildung kriegen. Das ist das, was Politik, glaube ich, tatsächlich leisten kann und vor allem auch muss, wo wir beispielsweise jetzt, wenn wir auf die Digitalisierung schauen oder eben auch auf die sozial-ökologische Transformation schauen, dass also eine riesen Herkulesaufgabe auch vor Politik steht, die Menschen fit zu machen für die Arbeit von heute beziehungsweise von morgen. Was ich richtig finde, ist, natürlich hat ein
ein, vor allem so ein reiches Land wie Deutschland, ein Industriestaat, natürlich muss der jeden seiner Gesellschaft tatsächlich sozial absichern. Das ist das, wo ich finde, das muss sein, das ist die Pflicht von Politik, von Sozialstaat, dass die Menschen tatsächlich sozial abgesichert werden, und zwar so, dass es auch tatsächlich vor Armut schützt, was momentan bei Hartz IV ja nicht der Fall ist. Und plus dem, dass man immer auch dran denkt, dass die Menschen Perspektiven und Chancen eröffnet bekommen, dass sie sozusagen aus dieser Situation, beispielsweise Arbeitslosigkeit, auch rauskommen. Und vielleicht an dieser Stelle passt vielleicht auch das ganz gut zu der, ganz am Anfang war ja auch schon die, war auch die Frage Recht auf Arbeit und dafür keine Stilllegungsprämie. Da möchte ich auch nochmal sagen, die Menschen, da bin ich überzeugt davon, Menschen wollen was tun, sie wollen was arbeiten. Und Arbeit, Erwerbsarbeit ist auch viel mehr als nur Einkommen. Da geht es um Anerkennung, um Wertschätzung, um soziale Kontakte, um soziale, gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, ich bin überzeugt, die allermeisten Menschen, die lassen sich auch nicht irgendwie mit einer Prämie stilllegen oder sowas, sondern die wollen was tun. Und die sind froh, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen so sind, dass sie dann tatsächlich Chancen bekommen. Und da sind wir eben wieder bei Qualifikation, bei Weiterbildung etc. Dazu passt auch noch eine andere Frage, die sich damit aber kritisch auseinandersetzt. Frage an Beate. Glaubst du wirklich, dass die Leute sich mit 1.000 oder 1.200 Euro so abgesichert fühlen, dass sie minder bezahlte Arbeit ablehnen würden? Ich halte das für unrealistisch. Die Bezieher von Grundeinkommen in Höhe von 1.000 bis 1.200 Euro werden die neuen Harzer sein, das neue Prekariat, zu dem niemand gehören will. Die Frage kommt von Dirk Helmken und ich setze da vielleicht noch mal einen drauf. Also kann es nicht passieren, wenn es so ein Grundeinkommen gibt, dass die Leute dann halt dann das neues Prekariat besteht, Leute, die dann zusätzlich einen Minijob machen oder eine andere schlecht bezahlte Tätigkeit und das dann so eine Art Kombilohn wird aus Grundeinkommen und schlechter bezahlter Tätigkeit und dadurch so ein Prekariat entsteht? Sehe ich nicht so. Also ich meine, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, die Situation, die jetzt beschrieben wurde, sei es jetzt Kombilohn oder prekäre, ja eine neue Gruppe von Leuten, die prekär leben, müssen, wollen, ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint war, ob die Leute da nicht arbeiten wollen oder ob sie keine Arbeit finden. Also das haben wir ja im Endeffekt, hätten wir das ja heute, hat man dann, wenn man so denkt, mit Hartz, mit einer Grundsicherung, man hat es dann, hätte es dann auch, wenn man so denkt, eben mit einem Grundeinkommen. Ich sage es nochmal, also zum einen ist es ja politisch sozusagen nochmal die Entscheidung, wie hoch macht man Grundeinkommen, wie startet man es aus, also wie viel wird sozusagen Transferentzugsraten wird ja da auch eine Rolle spielen, also ja, wie viel kann man noch zusätzlich verdienen und so weiter. Ich bin wirklich überzeugt, wenn die Menschen nicht ins Bodenlose fallen, wenn die Menschen nicht in diesem System sind, wenn sie nicht eben, ich weiß nicht, 15, 20 Seiten Anträge immer und immer wieder neu ausfüllen müssen, das macht was mit den Menschen, das ist also das eine demoralisiert und das andere, das macht Mut und ist eine gewisse Anerkennung, ist eine Wertschätzung und hat was mit Würde zu tun. Und ich bin überzeugt, die große Zahl will arbeiten und wird dann auch was finden. Und wenn man Anreize schafft und wenn man positiv mit den Menschen umgeht, dann werden die eben auch Qualifikation, Weiterbildung und sowas annehmen und Unterstützungsleistungen und Hilfen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keine Chancen gerade auf dem Arbeitsmarkt hat und dann auch noch schlecht und gegängelt, also schlecht behandelt wird, gegängelt wird. Das macht die Leute im Endeffekt fertig. Also das ist meine Erfahrung aus der aktiven Arbeitsmarktpolitik, jetzt in der Politik, aber auch vorher, wo ich sozusagen beruflich damit zu tun hatte. Frage aus der ganz anderen Richtung von Joachim Winters vom Netzwerk Grundeinkommen. Warum wird die Erwerbsarbeit bei den Grünen immer noch so hoch bewertet, statt einer Tätigkeit,
Jetzt springt der Rest der Frage wieder bei mir weg. Statt einer Tätigkeit als solcher mehr Wertschätzung zu zollen. Also warum ist überhaupt Erwerbstätigkeit so wichtig? Naja, wir setzen uns natürlich als Grüne auch damit auseinander, wie ist das eigentlich, also wir haben die Erwerbstätigkeit, wir haben Ehrenamt, wir haben die Care-Arbeit etc. Und natürlich denken wir das jetzt im Zusammenhang auch beim Grundeinkommen. Jetzt habe ich jetzt heute halt das Thema, eben, dass ich sage, Erwerbsarbeit ist einfach das Thema, was mich schon immer umtreibt. Ich glaube auch, es bleibt noch viele, viele, viele Jahrzehnte so, dass Erwerbsarbeit einfach einen besonderen Status in unserer Gesellschaft hat. Finde ich übrigens auch wichtig. Ich denke, es geht eher darum, dass wir auf der anderen, also nicht da irgendwas wegnehmen an Wichtigkeit, sondern dass wir eben es hinkriegen, dass Care-Arbeit, Ehrenamt eben genauso wichtig und angesehen wird und auch genauso unterstützt wird wie Erwerbsarbeit. Das ist sozusagen für mich der richtige Weg. Aber klar, Erwerbsarbeit ist und bleibt zentral. Es gibt einen ganzen Haufen von Fragen, die sich um Finanzierung, Finanzierbarkeit dreht. Da würde ich sagen, das klammern wir heute ein Stück weit aus. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen. Wie gesagt, nächste Woche Montag zur negativen Einkommensteuer von Lisa Paus. Am Freitag gibt es eine Veranstaltung von Clemens Rostock, wo es um die Frage Steuersystem geht. Auch nächste Woche gibt es eine Veranstaltung mit mir zum Thema Garantiesicherung. Da werden wir auch nochmal viel über Finanzierung reden. Hier geht es ja, was macht es eigentlich mit der Gesellschaft und der Erwerbstätigkeit? Und da gibt es noch eine interessante Frage von Tina Hoffmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, die möglicherweise auch in Richtung Erwerbstätigkeit geht, ist jetzt relativ kurz gefragt, aber sie sagt, Einführung des Grundeinkommens und Kindergrundsicherung. Wie geht das zusammen und was bedeutet das in Zahlen für zum Beispiel eine vierköpfige Familie? Steht jetzt da nicht dabei, aber könnte vielleicht bedeuten, ist das so viel Geld, dass es sich dann noch lohnt zu arbeiten? Ja, ich habe ja gesagt, also im Endeffekt die Höhe wird sozusagen politisch nachher entschieden werden, wo wir uns Grüne befinden. Das zeigt ja zum einen, was wir im Bereich Hartz IV jetzt haben berechnen lassen, ungefähr 600 Euro für einen Erwachsenen und die Kindergrundsicherung muss da sozusagen damit verbunden werden. Das heißt, da gibt es ja momentan einen Mindestbetrag um die 300 Euro und geht hoch bis knapp irgendwie 550, sage ich mal, Pi mal Daumen, für Arme. Also da, also man muss es mit integrieren und ich gehe mal davon aus, dass wir genauso bei einem Grundeinkommen in dieser Größenordnung nachher sein würden. Welche Frage dahinter steckt, also nochmal, wir wollen haben das Existenzminimum und zwar soziokulturelles Existenzminimum tatsächlich mit dem Grundeinkommen abgegolten ist und zwar für Erwachsene und auch für Kinder und die Anreize, wie gesagt, zu arbeiten, liegen aus unserer Sicht eben an anderer Stelle. Das werden die Leute schon auch machen, weil also wir werden ja nicht irgendwie 5.000 Euro oder 3.000 Euro, sondern natürlich wollen Menschen natürlich ein bisschen mehr Geld haben. Sie wollen auch mal in Urlaub fahren, sie wollen sich mal was leisten können. Das ist, und wie gesagt, Menschen wollen auch arbeiten, sie wollen was Sinnvolles tun, sie wollen die Wertschätzung vom Arbeitsmarkt haben. Genau, von daher Grundeinkommen und Kindergrundsicherung wird dann einfach passend zusammengefasst. Ja, zu den Arbeitsanreizen oder Arbeitsmarktwirkung noch eine Anmerkung von mir als ehemaliger Arbeitsmarktökonom. Beim Grundeinkommen ist es ja so, dass man ja letztendlich vom eigenen Einkommen mehr behält als heute. Eine vierköpfige Familie würde mit einem Grundeinkommen mehr bekommen als heute, aber so viel mehr ist es gar nicht. Das heißt, es ist eher das heutige System, was dazu führt, dass es sich nicht lohnt, zusätzlich zu arbeiten, weil das eigene Einkommen fast komplett wieder angerechnet wird. Ich habe gerade eben noch eine Frage von Tina Hoffmann entdeckt. Die muss ich jetzt aber gerade wieder suchen. Genau.
Gibt es Überlegungen dazu, wie man einen gegebenenfalls noch stärker werdenden Personal- und Fachkräftebedarf bzw. Mangel in systemrelevanten Bereichen und Branchen, dem Gesundheitswesen, dem Sozialwesen entgegenwirken könnte, wenn dortige Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren und die Einrichtungen mangels Möglichkeiten, mangels Refinanzierung viel höhere Löhne zu zahlen nicht entgegensteuern können? Das war jetzt eine komplizierte Frage. Ich weiß nicht, ob du das alles mitgeschnitten hast. Ja, da schluss jetzt gerade nicht mehr, weil das sich irgendwie von der Frage in meinen Augen ein bisschen wegbewegt hat. Aber ich würde, glaube ich, kann was dazu sagen. Wir werden in die Situation, und zwar ganz unabhängig vom Grundeinkommen, irgendwie kommen, dass sich auf der einen Seite Arbeit verändert. Digitalisierung, habe ich gesagt, sind die Schlagworte, Transformation. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Also die Demografie ist sozusagen auch nochmal ein Aspekt, warum sich Arbeit und die Arbeitswelt verändern wird. Und wir werden als Politik, wir werden alles Mögliche dafür machen müssen, dass wir auf der einen Seite nicht, also dass wir Menschen und Arbeit tatsächlich zusammenbringen. Also dass es nicht passiert, dass auf der einen Seite die Zahl der Arbeitslosen ansteigt und auf der anderen Seite sozusagen Fachkräftemangel ist. Und da werden wir zum einen, habe ich es ein paar Mal schon gesagt, geht es natürlich um Weiterbildung etc., die Leute fit zu machen. Ich bin aber auch überzeugt, und damit komme ich jetzt auch wieder ein Stück weit in Richtung Grundeinkommen, ich bin auch überzeugt, dass wir die Arbeitswelt, die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt verändern müssen. Wenn ich mir überlege, und die Digitalisierung wird es nochmals verschärfen, wie sich in den letzten Jahren unsere Arbeitswelt beschleunigt, verdichtet hat, wie viel, also gerade zum Beispiel in der Pflege, ja, da gab es ja so viele Entlassungen, also da ist der Personalschlüssel ist so runtergefahren worden, ja, dass die Pflegekräfte, die müssen ja permanent damit rechnen, wenn sie mal in der Freizeit sind, dass sie wieder geholt werden, weil irgendjemand krank wird. Also da ist ja überhaupt keine Reserve mehr drin und das ist in vielen Bereichen in der Arbeitswelt so. Und ich glaube, dass die Digitalisierung da oben nochmal was draufsetzt. Ja, Arbeit ist nicht mehr an Ort und Zeit gebunden. Das heißt, man ist noch mehr erreichbar. Also man redet ja heute schon drüber, dass wir ein Recht auf Nichterreichbarkeit brauchen. Arbeitszeit, Familienzeit verschwimmt immer mehr, weil wir mit Smartphone und so weiter permanent zu erreichen sind. So, und ich glaube, dass wir in der Zukunft auch an den Arbeitsmarkt wieder was verändern müssen. Und für mich ist es eigentlich auch relativ klar, dass wir im Zuge der Digitalisierung durchaus auch mal über Arbeitszeitverkürzungen nachdenken müssen, um so eben Arbeit ein bisschen zu entschleunigen, um sie alternsgerechter zu machen, damit die Leute tatsächlich die Arbeitswelt auch tatsächlich wieder schaffen können, dass sie mit Spaß dabei sind und eben nicht gesundheitlich krank werden dabei. Das heißt, ich glaube, dass das Grundeinkommen mit dazu beitragen kann, wenn wir an die Rahmenbedingungen von der Arbeitswelt drangehen, eben in die Richtung, dass Lebensqualität wieder mehr im Mittelpunkt steht, dass es mehr um die Menschen geht, eben nicht nur um die Technik und nicht nur um den Gewinn. Und da kann, glaube ich, in meinen Augen das Grundeinkommen eine wichtige, entscheidende Rolle spielen. Eine Frage von Janis Prinz, die nochmal grundsätzlicher ist. Menschen haben einen berechtigten Anspruch darauf, Bedingungen zu stellen, wenn sie anderen Menschen Geld geben. Leistung und Gegenleistung, sagt er. Was kann man Menschen sagen, die es für ungerecht oder nicht leistungsgerecht halten, anderen das Grundeinkommen zu finanzieren, ohne nicht mal Bedingungen für den Bezug des Geldes zu stellen? Das ist der große Unterschied. Wir sagen, zur sozialen Absicherung kann es keine Bedingungen geben. Jeder Mensch ist so viel wert erstmal, dass er bei uns eine soziale Absicherung bekommt. Ich habe es vorhin ein bisschen angerissen. Nehmen wir mal die Langzeitarbeitslosen.
Die finden, da gibt es Menschen, die finden momentan keinen, die finden einfach keinen Arbeitsplatz, weil es keinen Arbeitsplatz für sie gibt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen müssen sie trotzdem und möchte ich sie trotzdem sozial absichern. Also wenn es um wirklich, und darum würde ich auch ein Grundeinkommen eben nicht Gott weiß wie hoch ansetzen, sondern wirklich das soziokulturelle Existenzminimum, die wirklich die das Existenzminimum, da braucht es keine Bedingung. In dem Moment, wenn es sozusagen bei der Arbeit darum geht, welche Tätigkeit ist es, welche Verantwortung trägt man da, ja? Hat man irgendwie, was weiß ich, Geld für Geld Verantwortung, hat man für Personal Verantwortung, da sind sozusagen Bedingungen da und da entscheidet sich ein Stück weit, wer kriegt wie viel Geld. Das ist das, was zum Beispiel Gewerkschaften mit den Arbeitgebern immer und immer wieder dann kollektiv aushandeln. Aber wenn es darum geht, die Menschen abzusichern, da ist es einfach so, wie es auch das Bundesverfassungsgericht, vielleicht Wolfgang, vielleicht kannst du es zitieren, ich kann es jetzt nicht auswendig zitieren, aber das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem bei den Sanktionen sehr deutlich eben auch zwei Sätze reingeschrieben, wo es drin steht, dass der Mensch die soziale Absicherung jetzt in meinen Worten gefasst sich nicht verdienen muss. Ich glaube, so ähnlich haben sie es tatsächlich formuliert, also tatsächlich auch mit dem Begriff verdienen, wörtlich habe ich es jetzt nicht. Ich glaube, geht ja in einer Reihe von mehreren Bundesverfassungsgerichtsurteilen, das erste war 2010, damals zur Berechnung des Regelsatzes bei Hartz IV, dann gab es ein Urteil zu Asylbewerberleistungsgesetz, wo sie gesagt haben, das Recht auf Existenzsicherung ist ein Grundrecht und ein Menschenrecht. Und an Grundrechte und Menschenrechte sind keine Bedingungen geknüpft. Bei den Sanktionen haben sie gesagt, es kann sein, dass die Leute durch Sanktionen die Bedürftigkeit überwinden können. Da kann man vortrefflich drüber streiten, ob das der Fall ist. Aber es war nicht der Punkt, dass es eine Gegenleistung geben müsste. Das war nicht die Begründung vom Bundesverfassungsgericht. Ich habe noch mal zwei Fragen, die direkt zum Thema Erwerbsarbeit oder Arbeit sich beziehen. Noch mal eine Frage von Joachim Winters. Zusatzfrage, wird die Erwerbsarbeit nicht gerade dadurch gestärkt, dass sie durch ein Grundeinkommen eher auf Freiwilligkeit beruht? Also der jemand, der Erwerbsarbeit in Anspruch nimmt, sich darauf verlassen kann, dass der die Arbeitnehmerin die Aufgabe erledigen möchte und nicht nur Geld verdienen möchte, um zu leben. Das kann man, glaube ich, einfach beantworten. Ja. Gut. Nein, das ist ja dieses Prinzip, wo ich denke, wenn ich sage, wenn Menschen sozusagen wissen, sie sind unbürokratisch und sie sind einfach abgesichert, ja, sie fallen nicht in ein Netz und sie fallen schon gar nicht durch ein Netz durch, dass sie dann auch weniger erpressbar sind, dass sie eben da gestärkt werden. Und das hat die eine Seite und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man natürlich, glaube ich, ganz anders auch mit Arbeit umgehen kann, ja. Und auch, ich denke mir, wenn es gute Arbeitsbedingungen gibt, wenn der Lohn stimmt, ja, da ist man doch auch loyaler und das spürt auch ein Arbeitgeber. Also ich glaube, dass auch die Arbeitgeber im Endeffekt einen Vorteil davon haben, wenn Menschen einfach abgesichert sind und im Endeffekt sie sich gut fühlen und keine Probleme haben. Ja, kann ich voll und ganz unterstützen, die Aussage. Es gibt noch mal eine gute Frage von Valerie. Zum Arbeitsmarkt gehört ja nicht nur abhängige Beschäftigung. Wie können wir auch diejenigen, die sich bewusst für die Selbstständigkeit entschieden haben, sinnvoll sozial absichern? Mit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung funktioniert das nicht. Ja, das ist einer dieser Punkte, schön, Valerie, dass du es ansprichst, die ich vorhin dann, weil ich gemerkt habe, ich werde einfach zu lang und ich wollte nicht zu lange quasseln, weggelassen habe. Gerade im Zuge der Digitalisierung bin ich überzeugt, dass die Solo-Selbstständigkeit zunehmen wird. Es gibt hier auch genügend Menschen, die auch ganz bewusst sagen, sie wollen eben nicht abhängig beschäftigt sein, sondern sie wollen selbstständig sein. Wir wissen heute, dass ganz viele, gerade Solo-Selbstständige,
weit weniger verdienen als ein Mindestlohn. Die haben zum einen ihre Probleme, über die Runden zu kommen. Die waren übrigens jetzt in der Corona-Krise diejenigen, die echte Probleme hatten, weil sie zwar ihre Miete oder irgendwas für ihre Selbstständigkeit bekommen haben als Zuschuss, aber nicht das, dass sie ja auch leben müssen, ja, dass sie was essen und was trinken müssen und dass sie selber auch irgendwo wohnen müssen. Und wenn keine Aufträge da sind, dann ja, ist es schon heute so, dass schlussendlich die Solo-Selbstständigen dann doch wieder Hartz IV beantragen müssen und in meinen Augen eben auch nicht in das System reinpassen. Und genauso, wie wir sagen, wir müssen die Sozialversicherungen durchlässiger machen. Das heißt, wir wollen ja auch die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen mit einbeziehen, dass tatsächlich alle im gleichen System, in der gesetzlichen, zum Beispiel Rentenversicherung mit drin sind. Und genauso wäre das Pendant dazu, ist dann eben auch ein Grundeinkommen, wo eben besagt, ja, finanziell, sozial abgesichert sind eben nicht nur die abhängig Beschäftigten, sondern eben auch die Selbstständigen. Und auch das, glaube ich, ist eine gute Sache, weil die Menschen da eben auch eben, das war vorhin mit der Frau, wo ich erzählt habe, dass die Näharbeiten angefangen haben, ja, es ermutigt auch mal was anzufangen und was auszuprobieren. Und ich glaube, da wird auch unheimlich viel Kreativität frei, wenn die Leute einfach wissen, dass sie nicht tief abstürzen können, sondern dass es da eine Sicherheit gibt, eben das Grundeinkommen. Es gibt noch mal eine Frage zum Thema Nichterwerbsarbeit von Hans G. Schlaab. Ich finde es richtig, die Bereiche Arbeit und Einkommen durch ein BGE zu entkoppeln. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Nichterwerbsarbeit würde aufgewertet werden. Elternpflege, Kindererziehung, Vereins- und Kulturarbeit. Ist es nicht richtig, eine Politik zu wollen, die um jeden Preis nur Erwerbsarbeit fördert? Nein, ich habe das ja vorhin gesagt. Für uns Grüne ist natürlich alle andere Tätigkeiten, Arbeit natürlich genauso wichtig, sei es jetzt Ehrenamt oder Care-Arbeit. Mir fällt da gerade eine Veranstaltung, ich weiß gar nicht, vor 5, 6 Jahren oder sowas, da war eine Veranstaltung bei mir im Wahlkreis, da haben wir in der Citykirche eine ganz tolle Veranstaltung zum Grundeinkommen gemacht, haben unheimlich diskutiert und so, und da waren auch etliche Gäste da und relativ weit hinten saß eine etwas ältere Frau, die eigentlich vielleicht gar nicht so in die Veranstaltung gepasst hätte. Sie fiel mir von Anfang an auf und irgendwann hat sie sich am Schluss gemeldet und dann hat sie gesagt, verstehe ich es jetzt richtig? Also sie hat 3 Minijobs gehabt und hat also lauter so kleine Jobs gehabt und hat vor allem Putzarbeiten gemacht. Und würde sie es richtig verstehen, dass sie jetzt diese Jobs nicht mehr machen könnte und dass sie eigentlich das, was sie ehrenamtlich macht, nämlich eine Bekleidung einer Demenzgruppe, dass sie das dann mehr machen könnte? Wo ich dann gesagt habe, ja, das könnte sie dann machen und es wäre mindestens genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger als irgendeine Erwerbsarbeit. Da hat sie dann wirklich gestrahlt und genau das ist das, wo ich glaube, dass dann eben wichtig oder ja, ein Grundeinkommen würde dazu führen, dass eben auch die Menschen das machen, was sie wirklich wollen und was sie am besten können. Es gab von Gerald, jetzt ist die Frage wieder weg, von Gerald Heinkes, gab es eine Frage zur europäischen Dimension. Das ist eigentlich was wir auch an anderer Stelle nochmal diskutieren. Es gibt eine eigene Veranstaltung zum Thema Europa nächste Woche Dienstag. Aber auch der Arbeitsmarkt ist ja europäisch. Ich drehe das mal in die Richtung. Also muss man da nicht auch europäisch denken, was das Grundeinkommen angeht oder was würde es bedeuten, das Grundeinkommen für den europäischen Arbeitsmarkt. Also wir, insbesondere du bist ja im Moment auch stark mit Fleischbranche und anderen Branchen beschäftigt, wo vor allen Dingen EU-Bürgerinnen und Bürger ausgebeutet werden. Wie sieht es da mit dem Zusammenhang zum Grundeinkommen aus? Naja, momentan ist es tatsächlich so, ich glaube, es kriegt jeder mit durch Tennis und so und Fleischbranche, dass wenn es um entsandte Beschäftigte geht, wenn es um Saisonarbeitskräfte geht, ich sage immer gerne, eigentlich sind es europäische Beschäftigte, dass es da noch ganz schön unfair zugeht. Und zwar, da
Da ist Deutschland mit ganz vorne mit dabei. Und da muss unheimlich viel gemacht werden. Und da gilt übrigens das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es geht nicht nur um ein Grundeinkommen, sondern wir müssen auch die Spielregeln an vielen Stellen, also die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir müssen europäisch und national was für die europäischen Beschäftigten machen, genauso wie wir eben hier unsere Spielregeln oder für die Zukunft bei der Digitalisierung, bei Homeoffice. Wir müssen natürlich immer gesetzliche Regelungen leisten. Wenn man mal wirklich die Vision hat, so wie ein Grundeinkommen am besten funktionieren würde, dann wäre das natürlich für mich ganz klar, weil ich europäisch denke, dann gäbe es auch ein europäisches Grundeinkommen. Aber bis dorthin wird der Weg noch relativ weit sein und ich bin mir relativ sicher, dass es erstmal Schritte gibt, wo man abgrenzen wird. Und im zweiten Schritt sozusagen dann wieder europäisch. Aber die entsandten Beschäftigten, die gehören auf jeden Fall für mich ganz klar in die nationalen Regelungen mit rein. Gut, ich suche jetzt mal gerade noch mal in den Fragen. Also wie gesagt, es werden auch viele Punkte angeschnitten, die jetzt nicht zentral sind für das Thema heute. Das Thema Rente zum Beispiel, wie wird das da integriert? Europa. Ja, aber das kann man ja vielleicht ganz kurz sagen. Also Grundeinkommen soll ja, wie gesagt, nicht alles ersetzen. Es wird weiterhin eine Rente geben, es wird weiterhin eine Krankenversicherung geben. Also das wird sich nicht alles auflösen durch ein Grundeinkommen. Ja, also das beantwortet, glaube ich, ein paar Fragen. Also würde das Grundeinkommen auf die Rente angerechnet werden? Da haben wir ja ein Konzept, wo wir ein Minimum in die Rente integrieren. Ich glaube, das ist der Weg. Oder sollen Rentenanwartschaften weiterhin über gesetzliche Sicherungssysteme aufgebaut werden können? Oder soll das über private Zusatzsysteme geleistet werden? Da ist unsere Antwort nicht über private Zusatzsysteme, sondern gesetzlich durch die Rentenversicherung, aber eben zusätzlich zum Grundeinkommen. Das ist dann bei der Rente alles nochmal ein bisschen komplexer. Eine Frage vielleicht nochmal zur Klarstellung. Jemand, Ludger Urbig, fragt, was ist die Begründung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen kein Grundeinkommen bekommen sollen? Das ist, glaube ich, schlicht falsch, weil die sollen, genau, die sollen auch eins bekommen, logischerweise. Im Prinzip sowas Ähnliches ist wie ein Kindergrundeinkommen. Da gibt es ja einen Sockel von 300 Euro, den alle bekommen sollen. Und mittelfristig könnte man sich da auch noch mehr drunter vorstellen. Die ganzen Finanzierungsfragen, wie gesagt, dann später nochmal. Ich würde eigentlich jetzt sagen, wir haben jetzt 8:02, die Stunde ist fast rum, dass ich dir nochmal für ein kleines Schlusswort das Wort gebe und dann beenden wir den offiziellen Teil mit Livestream. Wir können dann aber vielleicht noch ein paar von den Fragen, die jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun haben, im Nachhinein auch noch weiter beantworten. Das heißt, die Leute, die jetzt drin sind in der Konferenz, können drin bleiben, aber den Livestream würden wir dann in Kürze beenden. Und dafür gebe ich dir dann jetzt das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Vielleicht nochmal der Bezug zu der Zeit, in der wir gerade leben. Ja? Ich finde, oder wir sagen gerade ständig, die Corona-Pandemie hat an ganz vielen Stellen sozusagen wie ein Brennglas aufgezeigt, wo bei uns was gut läuft und wo es eben Verwerfungen gibt und beziehungsweise wo nachgebessert werden muss. Also wenn ich nur dran denke, ja, auf einmal stehen alle Leute, in Anführungsstrichen alle, auf dem Balkon und klatschen eben den Pflegekräfte, ja, weil wir es irgendwie verpasst haben, dass wir diejenigen, die tatsächlich bei uns das Leben am Laufen halten, tatsächlich fair zu entlohnen. Und genauso hat Corona, finde ich, sehr deutlich gezeigt, dass es doch sehr mühselig war bei uns, wirklich und vor allem schnell alle Menschen, die in irgendeiner Weise von Corona betroffen waren, tatsächlich abzusichern. Es gab viele, also da gab es die Studierenden, die auf einmal ihre Minijobs verloren hat und die mussten wieder anders behandelt werden und die Selbstständigen hatten ihre Probleme und so. Und das hat für mich nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass wir eine sehr komplexe
Welt sind, wo sich die Arbeitswelt auch immer weiter verändert, wenn ich nur an Digitalisierung etc. denke, und dass es sich wirklich lohnen würde, nicht immer nur das Neue mit alten Konzepten zu beantworten, sondern dass wir es uns wirklich, dass wir uns die Zeit nehmen als Gesellschaft, dass wir ganz breit das Grundeinkommen, die Grundsicherung, das Gegenpart tatsächlich diskutieren und dass wir da auch mutig sind, dass wir offen sind, dass wir sozusagen eine gute, kontroverse Debatte führen, weil ich kann es nur noch mal wiederholen, ich glaube, ich bin wirklich überzeugt, es wäre gut für unsere Gesellschaft, eben mit Corona-Pandemie, im Übrigen auch mit dem, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder viel mehr stärken müssen. Das hat man durch AfD und die rechten Bewegungen gesehen, dass Politik einfach nicht nur immer anpassen sollte und korrigieren, sondern dass sie tatsächlich auch mal Neues denken und ausprobieren muss und eben wirklich gestalten muss. Und bei der sozialen Absicherung ist es umso wichtiger, um den Zusammenhalt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Vielen Dank, Beate. Mir bleibt dann eigentlich nur noch erstens nochmal darauf hinzuweisen, die anderen Aktivitäten, die wir machen, im Beteiligungsgrün für die grünen Mitglieder, Vorschläge an den Bundesvorstand zu unterstützen, dass auch im Grundsatzprogramm das Grundeinkommen vorkommt. Ich glaube, wir haben da heute sehr viele gute Argumente zugehört. Zweiter Punkt, das war jetzt die Auftaktveranstaltung mit einem ganz zentralen Thema, aber wir haben schon in der Diskussion gemerkt, nicht alle Themen wurden angeschnitten. Morgen geht es um das Thema Armut, Armutsbekämpfung, Grundeinkommen als Mittel der Armutsbekämpfung. Auch wichtig, aber Grundeinkommen ist weit mehr, das haben wir heute ja auch diskutiert, aber eben auch Armutsbekämpfung, morgen mit Thomas Poreski, der ist Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, auch schon lange fürs Grundeinkommen engagiert und dann geht es in der Woche weiter mit weiteren Themen und nächste Woche dann auch wieder von montags bis freitags die Veranstaltung. Da kann man sich auch noch weiter zu anmelden auf unserer Homepage und dann mitdiskutieren, so wie das heute ganz, ganz viele gemacht haben. Und auch die anderen Veranstaltungen gibt es im Livestream. Und die Veranstaltung heute wird es dann aber auch noch im Internet zu sehen geben als Aufzeichnung für diejenigen, die es nicht ganz sehen konnten oder gar nicht sehen konnten, können sich das dann nochmal anschauen. Deswegen bleibt mir jetzt als allerletztes nur noch mal ganz herzlichen Dank an Beate dafür, dass du zur Verfügung gestanden hast zu dieser Veranstaltung. War eine sehr spannende Diskussion und vielen Dank aber auch an alle, die sich so intensiv an der Debatte beteiligt haben, weil dadurch war das eine sehr spannende Geschichte. Ganz herzlichen Dank an alle.